Yo Leute und willkommen zurück zu Returnal. Wir befinden uns hier jetzt quasi zum ersten Mal auf einer tieferen Exploration im Wüstenbereich. Und die Gegner hier sind schon eine Nummer happiger als die alten, aber gut, dafür werden die Waffen auch besser. Das sieht man ja auch schon deutlich. Genau, geradeaus müsste... Wow, what is this? Gepanzerte Fauna entdeckt. Panzer scheinbar extrem robust. Ja gut, der rote Bereich da, der lässt sich ja auf jeden Fall ganz gut treffen. Aber er könnte auch langsam mal sterben. Junge, was stimmt mit dir denn nicht? So, ich glaube, wir haben ihn. Er geht gut ab, aber... Beachtliche Abwehr. Erfolgreich beseitigt. Überhitzungslimit. Aber dafür weniger Bonusschaden. Steigerung hat es auch. Na, ich glaube, ich behalte den, den ich habe. Was war das denn für ein Gegner, ey? Theoretisch müsste er hier irgendwo auftauchen. Ah, der war es wahrscheinlich. Eine krabbenartige Kreatur mit hartem Panzer und 5 Augen sowie einem gespaltenen Schwanz. Der Gorgolith jagt aus dem Hinterhalt, indem er sich im Sand verbirgt, wo er feinste Erschütterungen wahrnimmt. Das Hervorstoßen aus dem Boden geht oft mit einer Projektilsalve einher. Ja, die haben wir auch gesehen. Schlägt dieser Angriff fehl, geht vom Schwanz fehlende Variable aus. Nähert sich Beute, setzt das Wesen Schwanz oder Zunge ein, um nach dem Ziel zu schlagen. Ja. Aetheract, flugfähiges... Dingens. Ach ja, Archonect. Ein großes fliegendes unbestimmte Fehler, nullsphärisch, würfelförmig mit mehreren langen Datenbankabweichungen aus den Tiefen. Ähnlichkeiten zum Aetherakt sind wie die Sonne, wie der Mond, wie die Leere. Drehen, lächeln, drehen. Haut schaffen und Zähne spucken. Kreise um Kreise um Kreise. Um Terminalwarnung wirst du unberechenbares Wachstum durchleben. Lähmende Horizonte in unbekannte Tode. Ah ja. So. Scout-Logbuch, das haben wir auch schon gelesen. Xenoglyphen, ja, und Übersetzungen hier vom Planeten. Okay. Jo, die Waffe wollten wir nicht. War das der einzige Gegner hier oder kommt noch mehr? Da oben ist noch so ein Teil, glaube ich. Ah, ne, ist eine Kiste. Ich habe sogar einen Schlüssel, um die zu öffnen. Leere Kapsel. Gewährt pro haftenden... Ja gut, ich habe so viel Artefaktplatz. Ich nehme es mal mit, obwohl meine Waffen in der Regel kein Taumeln haben. Das scheint ja eher der Spuckmaulblaster zu sein. So, und irgendwie muss doch... Hier unter uns auch noch was sein. Aber wo? Ja, ich glaube, da ist noch mal so ein Panzerviech. Wenn ich auf der Brücke draufstehe, müsste ich es eigentlich unten irgendwo sehen können. Ah, von hier kommt man nicht rein. Naja, vielleicht muss ich es einfach ignorieren. Weil ich sehe es. Von nirgendwo. Oder man müsste mal gucken, ja, vielleicht von hier oben drauf, wo ich nicht drauf komme. Ah, das kann durchaus sein. Ich glaube, es sind einfach auch leistungsfähigere Kanonen als in dem ersten Biom, in dem wir so waren. So, hier haben wir auch schon wieder eine Teleport-Einrichtung. Oh, und hier wollen wir hin. Erreiche den Fuß des Berges.
Und links über uns scheint auch noch was zu sein. Lass mich raten. Auch da braucht man irgendwie den Grapple oder sowas für. Genau. Kommen wir, glaube ich, nicht drauf. So hoch kommen wir von irgendwo dran. Es fehlen so ein bisschen die Tentakel in dem Level, die uns immer so ein bisschen hochtransportiert haben, wenn wir es gebraucht haben. Klettere auf den Berg. Ja, danke. Unbekannter Gegenstand. Vorabanalyse. Annäherung sicher. Potenziell nützlich. Es gibt doch noch neue Waffen. Es ist ein Waffenzeichen. Höhlensucher. Schildbrecher. Bonusschaden. Projektil. Reaktivität. Stabilität. Ah. Ich probiere es mal aus, was es ist. Oh, wow. Scheint auch irgendwie so eine Art Energie-MG oder sowas zu sein. Probier es auf jeden Fall mal aus, ob mir das gefällt. Träger Nervenstachel zum Erhöhen des Adrenalinpegels, eine Eliminierung weniger. Erhöht deutlich Nahkampfabklingzeit und Schub. Nee, auf gar keinen Fall. Schubabklingzeit. Waffenleistung Stufe 6. Hätte ja irgendwie noch ein paar Gegner hier erwartet. Oha, ist. Was geht hier ab? Ist er Freund oder Feind? Er sieht eher nach Feind aus. Und ich mit einer Waffe, die ich null kenne. Oh, wo kommt er denn jetzt her? Ist das schon eine Art Boss? Oh. Ich müsste mal mehr den Kopf da oben treffen, habe ich den Eindruck. Boah. Ich bin noch nicht so sicher, ob ich die Waffe so wirklich geil finde. Vermutlich ein Entrückter. Vermutlich. Was hat er hier getan? Also so richtig nach BAM fühlt sich die Waffe hier ehrlich gesagt nicht an. Aber ich behalte sie nochmal für ein paar normale Gegner und gucke mir das an. Aber noch sehe ich nicht, dass ich mich von meinem Karabiner als Standardwaffe irgendwie verabschieden möchte. Aber wer weiß, wenn es hier nochmal eine neue Waffe gibt, ob es nicht sogar noch mehr Waffen gibt. Hat er irgendwas rumgemalt? Können wir hier irgendwas lesen? Ne, sieht nicht so aus. Sieht zwar überall nach Glyphen aus. Aber so richtig was lesen können wir nicht. So, hier haben wir so ein bisschen Jump'n'Run-Einlage mal wieder. Ups. Harz, aber leider runtergefallen. Aber wir sind noch nie so weit hier in die Wüste vorgedrungen. Finde ich richtig cool, dass wir jetzt doch mal wieder ein bisschen Progress hier machen. Ich hatte ja echt Sorgen zwischenzeitlich, ob das nicht das komplett falsche Spiel für mich ist. Ich bin mal gespannt, wann diese Sorgen wieder eintreten. Silphium Klein. So, hier würde es weitergehen und da drüben wäre was eher Optionales. Dann schauen wir uns den optionalen Kram hier mal an, was es hier so gibt. Ja, ich habe eher sogar das Gefühl, dass das noch schneller als der Karabiner schießt. Ist es schon kaputt? Okay, der Sekundärschuss ist aber nicht der allerschlechteste, habe ich den Eindruck. Oder ist es dieses Viech hier? Wow, was kommt denn da noch? Ach, von der Decke kommen sie. Okay, der Sekundärschuss ist nicht der schlechteste.
Schildbrecher. Ein Einzelschuss, das Ding hatten wir schon mal. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn man einmal richtig getroffen hat, macht das auch ordentlich Wems, habe ich den Eindruck. Oh, es gibt ja doch noch die Tentakelviecher. Aber ein Gegner sitzt hier noch irgendwo rum. Ja, das war wohl irgend so ein Geschütz oder sowas gewesen. Da oben ist schon wieder so ein Herausforderungsraum. Oh Mann, ey. Bin mir nicht so sicher. Ah, guck mal. Die Astronautenfigur liegt hier einfach so rum. Ach so, nee, es ist, wir haben sie quasi gekauft. Ich habe gerade überlegt, ob wir diesen Raum hier wirklich machen wollen. Mit einer Waffe, die wir nicht so gut kennen. Aber jetzt haben wir so ein Extra-Leben. So. Oh. So, ich möchte mal gerne dieses Geschütz hier loswerden. So, da hinten haben wir noch so Geschütze. Und ein bisschen Leben hier rumliegen. So, das wird wahrscheinlich eine der ersten Gegnerwellen gewesen sein. So, was kommt da hinten auf mich zu? Ach, so einer. Oh Gott, ey. Und jede Menge andere Viecher. So, wo ist er? Oh no, voll daneben gebratzelt. Okay, das war unser erstes Leben. Boah, warum bist du direkt neben mir? Oh no, schon wieder voll daneben gebratzelt. Ja, ja, damit ist unser Fortschrittsausflug auf diesem roten Planeten auch schon wieder vorbei und wir landen wieder hier. Ich glaube aber, ich bleib dabei. Ich bleib erstmal lieber bei meinem Karabiner. Ich muss hier mal genauer drauf achten. Ohne Witz, manchmal stecke ich hier Sachen rein, es kommt gar nichts raus. Kann da auch nicht wahr sein, oder? Ja, wir sind wieder in den überwucherten Ruinen. Danke für den Hinweis. Ein Gegner müsste noch da sein, hier irgendwo. Upsi. Was macht hier so Geräusche? Ja, Kalibrator ist relativ egal, wenn ich auf den roten Planeten möchte. Da kriegen wir direkt einmal Level 5 zugesteckt. Schlüssel schon eher. Schwimmbadraum. Ja, schwimmen. Ach Gott, ey, wo ist denn hier das Ding? Schwimmen, rote Mocke. Wer schießt da hinten so heftig?
Oh. Jetzt sterbe ich hier gleich schon wieder. So, noch einer weniger. So, noch einer weniger. Und hier fehlt noch einer. Also manchmal geht hier schon so ein bisschen die Party ab. Abprallen. Okay, haben wir ja schon die Hälfte des Lebens gekostet. Äther, was wir gerade schon sinnloserweise in unsere Maschine da am Anfang gesteckt haben. Ach, da hinten liegt auch noch irgendwo eine Heilung rum. Es war aber nur ein Harz. So. Ach, die Nummer hier wieder. Oh. Fast drauf reingefallen, dass man hier in den Abgrund fallen kann. Gut, wenn du mir schon so direkt vor die Füße springst, dann kriegst du halt den Midi-Schlag ins Gesicht. Warte, hier haben wir schon wieder so einen Perk mit Zielsuchraketen? Ne, eigentlich haben wir gar keinen Perk. Trotzdem schieße ich manchmal so blaue Sachen mit. Also es scheint nicht nur am Waffengedöns zu liegen. So, da oben ist auch noch ein Geschütz. Das sollten wir, glaube ich, mal schleunigst ausschalten. Am besten auch beides zusammen, genau. So, Bodendorn und noch ein Bodendorn. Ja, mehr Waffenleistung. Braucht man nur so ein bisschen, zumindest solange wir nicht auf dem roten Planeten sind. Ach, liegt alles drei im Wasser. Ärgerlich. Mal gucken, was wir hier noch haben. Eine Truhe. Oh, und ein Gegner. Fuck. Oha. Mit einer Mega-Waffe so einen Gegner. Oh Gott, und ich krieg auch wirklich jede rote Kugel ab, ja? Ey, manchmal ist es auch echt zum Mäusemelken. Man kriegt so einen Gegner nicht in den Griff. Tja, Kurzlauf haben wir 47%. Nehmen wir mal mit, dann können wir mal den Kurzlauf freischalten. Gegner sind erledigt.
Aber nicht alle. Und da hinten ist noch ein Geschütz. So, weg damit. Auch weg mit dir. Ein unsinniger Kalibrator. Waffen, mal gucken, ob wir einen Karabiner hier finden. Jo, immerhin schon mal einen Karabiner. Ein Höhlensucher. Ach, guck mal, jetzt können wir auch hier Höhlensucher bekommen. Monoschaden, ich weiß aber nicht, ey. Ich muss mir das mal durchlesen, ob der wirklich stark ist. Spuckmaulblaster, solange bleibe ich auch erstmal beim Karabiner. Also auf den ersten Blick, keine Ahnung, hat mich der Höhlensucher nicht so überzeugt, zumindest im Vergleich zum Karabiner. Sie sind ja doch irgendwie relativ ähnlich auf den ersten Blick. Aber zumindest kam mir der Karabiner jetzt irgendwie besser vor. So. Roter Planet. Diesmal kommen wir wenigstens an mit exakt 0,0. Mal gucken, wie wir uns so schlagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht. Gibt es für Leben irgendwo ein Oberlimit? Weil wenn ja, könnte die Fabrik hier in dem ersten Biom doch irgendwie auch an Relevanz verlieren. Ja, ich komme immer auf Level 5. Egal, was ich vorher habe. Aber man kriegt ja noch mal eine Heilung immer geschenkt. Level 5, Energielevel oder Waffenlevel 5 und eine Heilung kriegt man hier immer geschenkt. Manchmal ist hier oben was drauf und manchmal nicht. Weltlicher Schlüssel. Eliminiere im Nahkampf 6 Gegner. Ja, das könnte hier mit den fliegenden Gegnern noch spannend werden. Zu gegebener Zeit dann. Schon mal ein paar Gegner hier wegschießen. Allerdings kriegen wir so auch nicht die Obolite, die runterfallen. Weg mit dir. Ah, okay, jetzt merke ich auch doch so ein bisschen die Zielunterstützung gerade zum ersten Mal. Jetzt fällt mir mal erstmal auf, wo die in dem Spiel hier ist. Sie hilft einem einmal kurz, wenn man anfängt zu schießen, auf das Ziel zu kommen. Und danach muss man sich aber selber darum kümmern, dass man da drauf bleibt. Ah, ist eigentlich nicht so schlecht gemacht. Besser als das dauerhafte Einhaken. So, das war Midi-Kill Nummer 1. Und hier liegt jede Menge Zeugs rum. Kisten und keine Ahnung was. Kalibrator, ja, hier macht das schon eher Sinn, jetzt in der Gegend. Irgendwas Verdrecktes. Ich glaube nicht, dass wir das säubern wollen. Obolitklumpen. Verdorbenes Harz für einen... Nee. Ah, schade. Fast drauf gekommen. Ich denke, es ist aber machbar, da drauf zu kommen, oder? Äther. Ja, zur Not ist es einfach von hier machbar. So, das ist die Heilung, die wir nicht wollen. Kommen wir jetzt da oben auf den, aufs Tor drauf? Ja, ne? Genau. So, hier ist auch noch eine Truhe. Und unter. Ach so läuft das hier. Oh, verklickt. So, und jetzt unter uns ist auch noch irgendwo Heilung.
Ah ja. Und eine Glyphe. Ja, dann haben wir es langsam. Da hinten wäre noch was. Dann können wir uns mal ins Loch fallen lassen. Noch ein bisschen Obolit. So, jetzt habe ich meine 5 Adrenalin-Perks da unten, aber ich bin mir sicher, dass ich da auch schon mehr Symbole hatte. Irgendwann komme ich noch hinter alle Geheimnisse des Spiels. Jetzt haben wir hier random kaufen. Komm, den ersten können wir uns mal gönnen immer. 75 ist jetzt nicht so viel. Altfeuerkühlmittel. Setzt Altfeuer sofort zurück. Ja, für den einen oder anderen Bosskampf ist das nicht so verkehrt. Wenn ich die zerschlage, ich meine... Ah ja, doch, jetzt sammle Artefakte. Jetzt sollte ich erstmal gucken, dass ich ein paar meiner Debuffs loswerde. Ich habe ja gefühlt gerade Nahkampf-Kills gemacht auf die Obolit-Dinger, aber die scheinen nicht zu zählen. Da unten ist auch noch eine Kiste. Ne, sogar 2 Kisten sind da noch, oder? Ah, hier geht's hoch. Eine richtige Kiste. Handfeuerwaffe Stufe 6. Waffenwechsel. Au, das ist schon wieder der Debuff, was ich kann. Oh, scheiße. Ich muss Nahkampfkills machen. So, und wie komme ich da noch weiter rauf? Ja, das könnte ein kurzer Ausflug werden mit diesem Debuff. Irgendwie muss man sich da hochschlängeln. Aber ich sehe nicht so ganz wie, ehrlich gesagt. Haben wir hier noch einen Audiolog? Vielleicht liegt es an der Hitze, aber ich ertappe mich ständig dabei. Hm. Wir gehen erstmal weiter. Aber da sind nur Schatten und der Astronaut. Immer wenn ich zu ihnen will, finde ich mich in einem Sandsturm wieder. Ich kann es nicht stoppen. So, schon mal wieder 3 Nahkampfkills erledigt. Aber hier geht auch ordentlich der Punk ab. So, 4. Komm, hol ich mir noch welche. Hilft ja nichts. Oh Gott, da ist immer noch so eine Maschinenpistole. Boah, getroffen. Aber es hilft nichts. Ohne Nahkampfkills muss ich hier gar nicht weitermachen. Aber das da oben mal wegzuballern, ist, glaube ich, nicht das Verkehrteste. So. So. Ah, nein, nicht erwischt. So, ich würde gerne noch mal einen Nahkampfkill machen. Kriegen wir das hin? Jo, so, wir können wieder Waffen aufsammeln. Sehr gut. Ohne ist echt scheiße. So. Oh, es ist echt ein... Oh. Es ist ein optionaler Raum hier, aber der ist gigantisch groß. So. Bräuchte mal ein bisschen Leben. Geht das? So, da liegt auch noch was rum.
Und ich habe ja... Achso, ich habe auch noch eine als Item im Vorrat. Nahdistanz. Translokator. Der geht relativ weit nach oben, okay. Ja, man hat ja schon gesehen, dass es relativ hoch ist. Hier liegt auch noch Heilung und Patronen und sowas rum. Oh, nee, so war es gar nicht gedacht. Dann nochmal rauf. Dann räumen wir das jetzt von oben hier auf. So, hier liegt nämlich auch noch Heilung rum. Und eine Truhe. Ein Spuckmaulblaster Stufe 6. Nee. Nee, nee, ist nicht meins. Nee. Lieber keine dreckige Truhe aufmachen. Sammelartefakte. 20% Chance, dass Verbrauchsgüter nachgemacht werden. Verringert Schutz um 10%. Gönnen wir uns mal. Und noch ein Nahkampf-Translokator. Nahkampf, sag ich schon. Nahdistanz, meinte ich. So, Anzugsunversehrtheit erhöht. Sehr schön. Ja, hier unten liegen noch so ein, zwei Sachen. Was haben wir hier? Nee, ist schon okay, so was wir haben. Und endlich ein Karabiner Stufe 6. Ich habe jetzt gar nicht genau geguckt, was er hat. Abgehärtet, hohes Kaliber, Bonusschaden und so weiter und so fort. Und eine Tür, wo wir nicht durch können. Weil wir mehr Midi-Schaden dafür brauchen, beziehungsweise einen verstärkten Midi-Angriff. Okay, da hinten ist der nächste optionale Raum. Der hier war echt gigantisch groß, ohne Witz. Na, da hinten lag, glaube ich, noch so ein Knüppelchen rum. Das lassen wir jetzt mal liegen. Aber ich würde sagen, in diesen Raum gehen wir beim nächsten Mal rein. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.